Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich bin hier heute in Hamburg, ein Heimspiel sozusagen, und stehe auf dem Heiligen Geistfeld, denn wie ihr seht, ist gerade das Reeperbahn-Festival am Gange und ich wurde eingeladen von meinen guten Freunden von Thoman und von Schur, denn Thoman haben zum ersten Mal auf dem Reeperbahn eine eigene Bühne und die findet man im Indra. Dort ist nämlich die legendäre Bühne der Beatles, wenn man so will. Dort werden nämlich die Beatles entdeckt, haben dort viel gespielt und da werden wir heute sein und die bespielen das eben mit einer Menge Female Acts und darauf freue ich mich, nämlich die Nova Twins spielen, Cloudy June, Matera und viele andere. Außerdem hat Thoman einen neuen Podcast, der nennt sich Here to Get Heard und dort werden verschiedenen Female Acts Stimmen gegeben, die einfach ihre Sichtweise schildern, wie es ist in der Musikbranche zu existieren und zu bestehen, einfach zu hören, ey, wie ist es Gigs zu bekommen, wie ist es auf Festivals zu spielen. Das finde ich eine sehr interessante Sichtweise und dementsprechend sau cool. Hört da bitte rein, Here to Get Heard. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und ich kann mich einfach nur bedanken bei Thoman, die das möglich machen und Schur supportet das Ganze und richtet die Technik aus für die Bühnen und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und jetzt wollen wir mal die Stimmung hier einfangen, konservieren. Er ist gut drauf und ich habe einfach Bock. Reeperbahn Festival, here we go. Hallo Lieben, Indra, ne? Wisst ihr Bescheid? Thomans Superstage. Hier werden heute eine ganze Menge Acts auftreten und wir waren gerade schon drin, wir haben gerade schon Senta gehört. Sound ist auf jeden Fall Bombe, 1A und Stimmung ist da drin schon richtig gut. Ich meine, wir haben es gerade 18 Uhr, ist also noch super früh, macht aber richtig Laune. Wir können jetzt mal einfach ein bisschen uns hier umgucken, oder? Ja, auf jeden Fall. Gucken wir uns mal jetzt ein bisschen die Stimmung vom Reeperbahn Festival an. Los geht's. Heute ist geschlossen, hier dürfen wir heute nicht sein. Es ist aber schade, weil das wollte ich euch zeigen, Hamburger Urclub, die Ritze, also es ist eine Bar, im Keller gibt es aber einen Boxring und der ist natürlich super berühmt. Können wir heute nicht zeigen, macht nichts, viel Spaß heute. Tschüss. Danke. Nein, wirklich. Großer Mann, Hannes. Hannes Kersting früher, wie lange ist das her? Das ist locker 3 Jahre. Vier. Hannes Kersting. Sam, das ist cool, der ist cool. Ja, ist cool, Alter. Was, danke. Ja, super. Das ist sich auch verdient. Der Abend ist super frisch und ich freue mich. Das als einer zu sprechen. Wenn man noch leid, die ganze Zeit, wie das wirklich auch schon erwähnt wurde, wo wir sind am Spielmodus und es ist dann Gold, die Ohren nenne ich das. Aber ein schöner Sound und da denke ich, da habe ich eine Menge bekannt runtergetaucht. Einmal so geil, Stimmung ist einsam. Wir haben es jetzt gerade 19 Uhr und der Abend ist super frisch und ich freue mich. Na, als einer zu sprechen. Nein. Warum
ich bin Robin vom Reeperbahn-Festival und wir sind für das Ganze hier verantwortlich, wo ihr hier so seid. Und ich betreue verschiedene unserer PartnerInnen, unter anderem Thomann. Ja, mega. Und wir sind hier auf dem Thomann-Showcase im Indra, ja, auf dem Reeperbahn-Festival. Korrekt. Und wo ihr, ja, ihr seid hier. Ich bin jetzt auch hier. Wir machen ja viele verschiedene Sachen. Ich laufe gerade so rum von Club zu Club und gucke, dass das alles irgendwie funktioniert und so. Und dann habe ich gehört, dass Marco auch hier ist. Ich habe gehört, er war eben auch schon hier zu sehen. Ja, ja, klar. Ja. Du, wir sind schon eine ganze Zeit rumgelaufen. Ist ja, ja, wirklich mega. Ja. Also wirklich geilste Stimmung, freundliche Atmosphäre, gute, ausgelassene Atmosphäre und einfach viel Musik, was ich ja sehr schätze. Ja. Viel handgemachte Musik und das ist ja immer Support wert. Live-Musik, ja, so. Ja. Ist immer mega. Und gerade hier im Indra war es eben auch schon total schön. Ich freue mich gleich auf Claudie June, die auch gerade, glaube ich, hat gerade angefangen, ne? So, also hast du das gestern mit Claudie June mitbekommen? Leider nicht. Was war da los? Okay, also das war richtig traurig. Sie hat gestern schon eine Show bei uns gespielt und ist jetzt gerade auf die Bühne gegangen. Und sie hat gestern einfach auf dem Weg zur Bühne, ist irgendwie umgeknickt und hat sich den Fuß halt irgendwie richtig dolle wehgetan einfach. Okay. Und den ersten Song hat sie noch im Stehen gemacht, beim zweiten musste sie sich hinsetzen, beim dritten kam Kühlakku. Boah. Und dann musste sie abbrechen, weil es nicht mehr ging. Sie hat richtig geweint auch und so und hat die ganze Nacht noch irgendwie im Krankenhaus dann verbracht. What? Und musste halt behandelt werden und so. Und wir waren den ganzen Tag so, oh Gott, kann das heute stattfinden, kann sie spielen, ne? Ja. Und jetzt steht sie auf der Bühne. Also krass, dass sie jetzt hier am Start ist. Krass. Sie ist jetzt am Start. Ich glaube, also sie sitzt, glaube ich, nur, ne? Also sie kann nicht mehr so richtig gehen. Also Bänderriss, ja, oder irgendwie sowas. Genau, oder, genau. Also kein Bruch oder so. Nee. Oder? Naja, aber irgendwie so Bänderriss. Wow! Ja. Wo wir gerade vom Thema sind. Ja. Also, das könnt ihr ja auch nicht sehen, aber ich muss mal kurz zeigen. Hier ist, sieht man aus. Ein bisschen, ja. Du bist da gut, präpariert. Also auch gute Besserung erstmal. Ja, danke dir. Krass, danke dass du jetzt hier rumlaufen musst in deinem Zustand, sag ich mal. Aber ja, man kann, also natürlich kann man Krankschreibung und so, ne? Ja. Aber das lasse ich mir heute nicht entgehen. Das kann ich, also, ich meine, du wirst ja wahrscheinlich ein Jahr darauf hingearbeitet hier. Das wäre meine Frage gewesen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Also du bist hier zuständig, also was ist denn deine genaue Berufsbezeichnung? Ja. Also bist du jetzt Boss von allem, kann ich das so vorstellen? Nein. Also ich bin nicht der Boss vom Reeperbahn-Festival, ja, sondern ich arbeite in unserem Partnerschaftsteam. Ja. Und ich betreue unsere PartnerInnen, die zu uns kommen, ja, und entweder Showcases oder Networking-Veranstaltungen machen. Okay. Das ist ja das, wovon das Reeperbahn-Festival irgendwie lebt. Absolut. Und jetzt haben wir hier sind wir ja im Indra, wo Thomann ihr Showcase macht. Mhm. Das heißt, Thomann ist unser Partner, der diesen Abend präsentiert und auch irgendwie diese Acts präsentiert, die jetzt hier heute Abend spielen. Und ich bin quasi... Ich habe mit Thomann gemeinsam diesen Abend hier irgendwie ermöglicht. Ja, auch von Seiten, also ich von Seiten Reeperbahn Festival und dann irgendwie Laura von Thomann Seite und alle anderen, die noch dabei sind, Marco. Laura müssen wir vor der Kamera. Ja, müsst ihr unbedingt, ich Laura. Respekt und Glückwunsch. Und das würde ich Laura auch nochmal sagen wollen, weil ich natürlich als Musiker das natürlich wichtig finde, dass so eine große Company wie Thomann hier am Start ist. Voll. Und dass sie auch gleich sagen, ey, da machen wir auch eine Bühne, ergibt Sinn. Und ja, natürlich ergibt es Sinn. Ja. Und finde ich auch schön, dass sie dann solch ein Thema jetzt hier haben. Also, ich sag mal, female-fronted irgendwie Act, so finde ich einfach mega geil. Und wie gesagt, die Stimmung war eben schon überragend und freue mich auf den weiteren Abend. Und das ist auf jeden Fall cool. Und wenn du sagst, ihr seid ein Jahr am Organisieren und eigentlich wahrscheinlich steht jetzt ja das Reeperbahn Festival noch nicht vorbei. Wahrscheinlich habt ihr schon Ideen fürs nächste Jahr, weil es ja immer weitergeht. Kann ich natürlich nachvollziehen, dass du sagst, okay, dann will ich auch da sein. Dann will ich das Ganze auch erleben. Und, natürlich. Ja. Und du willst natürlich auch jetzt hier mal hören, ey, wie läuft es denn, gucken. Und ich glaube, das ist mein Einschätzung, ich stecke nicht in den Kulissen, aber die Stimmung ist halt geil. Oder was würdest du jetzt total sagen? Total. Also es ist halt krass. Heute, ich meine, es ist Donnerstag, aber irgendwie gerade sind gefühlt alle Clubs voll und einige mussten wir schon irgendwie zumachen. Dann haben wir gerade irgendwie eine Riesenaktion auf dem Heiligen Geistfeld, wo, ist das schon angekündigt, ein riesen Geheimakt auch jetzt gleich um 21 Uhr spielt. Das wird ganz groß. Übrigens, was du gerade tust, das muss man, glaube ich, verstehen am Reeperbahn Festival, weil da habe ich als jetzt auch Mensch, der lange in Hamburg lebt, auch oft nicht ganz gerafft, was will das Reeperbahn-Festival von mir? Weil du hast natürlich einen Haufen von Bands, wo du weißt, okay, die spielen dann und dann dort. Ja. Aber es gibt ja auch noch Acts, die bekannt sind, dass sie spielen werden, aber du weißt nicht wo. Genau. Und dann gibt es ja auch noch Acts, die gar nicht announced sind und trotzdem da sind. Ja. Und das erstmal zu raffen, dass es sich lohnt, grundsätzlich erstmal da zu sein. Mhm. Und egal, ob du jetzt in einem Club bist, wo du unbedingt rein wolltest, es lohnt sich trotzdem auf dem Gelände zu sein, weil es wird wahrscheinlich irgendwo noch was abgehen. Total. Und das habt ihr ja richtig gut abgestimmt, aber ich finde das schwer begreiflich zu machen. Das ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also die Idee vom
Reeperbahn-Festival ist natürlich, du hast ein Line-Up, du hast richtig viele Künstler. Wir haben über 500 Artists, die hier am Wochenende spielen, in über 90 verschiedenen Venues. Ja, krass. Das heißt, hier geht an jeder Ecke was. Und das ist halt natürlich auch die Idee, dass du auch ohne Plan losgehen kannst und du siehst an jeder Ecke was. Ja. Du siehst Leute, überall geht irgendwas. Zum Beispiel auf dem Weg hierher eben gerade. Ich bin vom Spielbudenplatz hierher gekommen. Das ist so ein paar Meter eigentlich nur. Mhm. Und zum Beispiel St. Pauli Fanshop auf der Reeperbahn ist gerade ein Riesenkonzert, wo zum Beispiel auch der Trainer vom FC St. Pauli gerade ist und der Co-Trainer, der Fabian Hürzler ist da gerade noch und macht da mit. Und sieht man dann auch auf einmal, ne? Und dann ist das natürlich irgendwie verschiedene Leute, die auch hier in Hamburg ansässig sind, auf der einen Seite, wie jetzt der FC St. Pauli, die dann sowas machen, aber natürlich auch alle von deutschlandweit, wie jetzt Thomann, die da sind, oder hier nebenan läuft gerade das aus Wales, von Focus Wales, das ist ein Festival aus Wales, die jetzt hier auch ein Showcase machen und ihre Acts mitbringen, also auch international. Und genau, dann gibt es gleich dieses große Geheimkonzert, das wird riesig auf Heiligen Geistfeld mit einem großen Aufbau und alles. Und, geil. Das ist halt nicht angekündigt und da kann man halt hingehen und sich überraschen lassen. Wir haben diese ganz vielen verschiedenen Clubs, wo ganz viele, einfach ganz viele Wünsche, die wir erfüllen möchten, auch möglich sind. Auf der anderen Seite haben wir durch die Clubs, die dabei sind als Teil des Reeperbahn-Festivals, natürlich super Kapital, die wissen, wie Konzert funktioniert. Wir haben Leute da und die kennen, die haben ihren Laden. So. Und eine Bühne steht die meistens da. Infrastruktur läuft, ne? Ja, genau. Und dann ist halt die Herausforderung herauszufinden, wie bei Thomann jetzt, was möchtet ihr hier machen und wie können wir das in diesem Club realisieren? Mhm. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, da gibt es Limits und an diesen hangelt man sich halt immer an. Man will immer natürlich irgendwie sehr viel machen und dann ist hier Platz natürlich begrenzt. Auf der anderen Seite will man das natürlich im Indra machen. Das ist ein Club mit großer Geschichte. Die Beatles hatten hier, ne, dafür ist der Club bekannt. Das halt schon in der ersten Zeit alles schon oft gesagt. Aber sagst du so nochmal, weil es ist ja, aber ganz ehrlich, ich finde das absolut in Ordnung, dass man das hier auch jetzt alle drei Minuten sagt, weil es ist eben dieser historische Ort und da sind natürlich auch alle Menschen immer glücklich, wenn sie das hören und stolz drauf. Ja. Und alle Leute, die Musik konsumieren, werden um den Namen Beatles nicht umherkommen. Und natürlich ist es geil, das zu hören. Und wenn man da steht und sich das nochmal vor Augen führt, das wird dir genauso gehen, zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich ein historischer Ort, hier ist schon Musikgeschichte geschrieben worden. Hat was. Ja. Natürlich. Ja, heute wird hier auch Musikgeschichte. Ey, ich mir ganz sicher. Absolut, ey. Also, Chat, falls ihr noch irgendwie gerade eine Frage habt hier, aber sonst würde ich sagen, ich lasse dich deine Arbeit machen, weil du bist wahrscheinlich so ein bisschen auch in Zeitdruck, ich weiß nicht genau. Ja, ein bisschen, also, dass wir das kurz. Ey, dafür warst du gerade sehr entspannt und chillig, nur ich will jetzt nicht komplett voll labern. Aber gut, dann wäre ich schon weg. Aber nee, Mein Handy hat noch nicht geklingelt in der Zeit. Stimmt, das ist eigentlich immer gut. Also die Handynummer kann man immer bringen. Wenn man irgendwie aus unangenehmen Situationen raus will oder wird sonst sagen müssen, rufe ich mal gleich in zwei Minuten an. Genau. Aber es hat keiner. Also, weiß nicht, von Claudie June da drin abgelenkt oder so. Also, die wollen wir auch hören, deswegen müssen wir auch rein. Ja, mal rein. Ja, klar. Sehr gut. Ey, tausend Dank. Ey, danke. Alles Liebe. Cool, dass ihr hier seid, dass du auch so viel machst und euch alle irgendwie mitnimmst, ne? Also, guck mal, sehr spannender Talk. Das ist, lass mal Liebe da jetzt bitte. Liebe fürs Reeperbahn-Festival, macht einfach Bock. Kein Empfang. Ja, ich glaub dir nicht. Das kam wieder. Ja, da kommen die Herzen raus. Sehr dann geil. Ist ein Live-Chat, da kommen die Herzen. Manchmal dauert es ein Momentchen, aber da merkst du schon, da sind Leute. Und danke, Robin, genauso soll es heißen. Und danke auch von mir. Ne? Ja, alles Liebe. Danke euch. Bis dann, du. Macht mal weiter. Ja, tippitoppi. Ja, Chat, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein mal. You can't you keep? Because baby, I'm giving you the mommy issues. Don't make you wish it for my.
Was ein wunderbarer Tag heute hier in Hamburg auf dem Reeperbahn-Festival. Ich bin auch zum ersten Mal da gewesen. Heute ist es Donnerstag, aber du hast halt über Leute. Es ist die ganze Zeit was los und überall gibt es Überraschungen. Das finde ich halt so geil. Und ich bin einfach nur begeistert, wie gut die Stimmung ist. Alle feiern friedlich, freundlich miteinander und genießen die Musik. Überall, an allen Ecken und Kanten hier auf der Reeperbahn gibt es Live-Musik und das ist überragend. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen bei Thoman und bei Schur, dass sie mich eingeladen haben. Die haben ja heute im Indra, ihr habt es jetzt gesehen, das gesamte Video über, einfach einen wunderbaren Abend gestaltet. Das Motto war natürlich Here to get heard, das heißt, wir hatten Female Acts auf der Bühne. Mein Favorite war Claudie June. Wenn man sich überlegt, dass die Dame gestern eine Verletzung hatte, oder sie ist heute verletzt, sie hatte einen Unfall und konnte nicht richtig auftreten, aber die Energie war überragend und das hat dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch getan. Das hat mich sehr beeindruckt. Wilhelmine war super cool. Da übrigens, der Gitarrist, der dort ausgeholfen hat, ist auch der Gitarrist von Contra K. Fun Fact, wusste ich da noch nicht. Aber Contra K kennen wir über Sam, den Bassisten von Contra K. Den habt ihr jetzt ja auch schon hier kennengelernt. Also die Welt ist klein, das finde ich einfach mega, mega gut. Was ich auch nicht vergessen möchte, ist, dass ihr euch bitte den Podcast Here to Get Heard anschaut. Denn das ist ein wichtiges Thema. Die Musikbranche wird da aus einem anderen Gesichtspunkt beleuchtet, nämlich aus der weiblichen Sicht. Das finde ich sehr, sehr interessant. Kann man auf jeden Fall supporten und sollte man auch supporten. Dementsprechend drückt ihr bitte auf den Link in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr direkt zum Podcast gehen und lasst da ein bisschen Liebe da. Genauso solltet ihr auch Liebe hier bitte in den Kommentaren da lassen. Denn mir macht es unheimlich viel Freude, das, was ich schätze und liebe, nämlich Musik, jetzt vermitteln. Dementsprechend, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt das rein. Danke an Thoman, danke an Schur. Was ein wunderbarer Tag, wunderbarer Livestream über 4 Stunden. Jetzt der Vlog. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Danke und beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Krugmann lässt mich nicht alleine, der nimmt mich mit in die große Welt, dann bin ich für euch da. Lieben Gruß aus Hamburg, ich bin raus. Good night. Bye.